Hallo ihr Lieben, euer Girl Celia und herzlich willkommen zu einem weiteren Parfüm-Video. Heute mit Jeremy Fragrance. Er ist jetzt nicht hier oder so, aber ich wollte mal ein bisschen was über Jeremy Fragrance machen, weil er mich tatsächlich in die Parfümwelt geführt hat. Und ja, auch mindsetmäßig tatsächlich so ein bisschen geholfen hat durch die Videos. Jeder kennt ihn. Gespaltene Meinung. Na, es gibt Leute, die hassen ihn, es gibt Leute, die lieben ihn. Aber sind wir mal ehrlich, die meisten lieben ihn. Und darunter zähle ich mich halt auch. Ich war eigentlich, seitdem ich ihn entdeckt habe, schon Fangirl der ersten Stunde, muss man einfach sagen. Weil er schafft es halt, auf seine Art und Weise Parfüm-Content zu machen und alle mitzuziehen. Das musst du erstmal schaffen. Weil wer sich nicht für Parfüms interessiert, diese Leute zu erfassen und mitzuziehen, ist halt schon eine Masteraufgabe. Dadurch, dass er halt lustige Reactions zu den Parfüms macht und auch die Duftbeschreibung sehr kurz hält, führt es halt dazu, dass er auch die Masse ansprechen kann. Was eigentlich ganz cool ist. Er hat auch viele Shorts schon gemacht, wo Leute einfach Foto mit ihm geschossen haben, fragt er so, jo, was ist dein Lieblings-Männer-Parfüm oder so. Und dann, keine Ahnung, ich kenne keine Parfüms, ich gucke nur deine Videos. Dann sieht man halt, dass er halt irgendwie auch entertainmentmäßig ganz weit oben ist, sodass die Parfüms teilweise schon für die Leute zweitrangig sind. Für mich war es nicht so. Kurze Hintergrundgeschichte zu mir. Ich fand Parfüms schon immer toll. Hab an meine Mutter damals Hypnotic Poison von Dior immer gut gefunden und Jungle von Kenzo, aber habe mich dann nie wirklich mit Parfüms weiter auseinandergesetzt. Bis vor 3 Jahren, also 2020, habe ich einfach mal gegoogelt Top 10 Frauenparfüms, weil ich einfach wissen wollte, was so die allerbesten Parfüms sind. Und ich wusste damals, dass es ein teures Hobby ist, aber ich dachte mir so, wird vielleicht mal Zeit, selber mit Parfüms durchzustarten und sich selber damit auseinanderzusetzen. Da bin ich auf eine Liste gekommen, dann stand der Alien von Thiel Mugler. Die Flasche sah schon so cool aus. Hat mich voll angesprochen. Und da habe ich einfach mal eingegeben, Alien von Thiel Mugler. Und dann kam das Jeremy-Video. Und ich weiß nicht, so wie er das beschrieben hat und generell, konnte mich das halt direkt packen. Habe ich mir das Parfüm bestellt und ich war verzaubert. Ich war verzaubert und dann ging es direkt weiter. Noch ein Jeremy-Video. Top 10 Frauenparfüms und ein Pink Sugar. Ja, Zuckerwatte. Voll mein Ding. Und dann Jeremys Lieblingsfrauenparfüm. Viola Juicy Gold Couture. Alles gekauft und ich fand es richtig geil. Ich war dann voll drin im Game. In der Duftreise und schon mittlerweile habe ich über 150 Parfüms. Und man könnte jetzt frecherweise sagen, alles wegen Alien, alles wegen Jeremy. Und ich hatte früher auch sehr große Selbstbewusstseins-Issues. Ich hatte Depressionen, ich hatte Probleme mit mir selbst. Aber ja, ich habe einfach diese Jeremy-Videos geguckt und ich weiß nicht, so diese Art, das muntert einen richtig auf. Dann diese Randomness. Er hat halt irgendwie eine Mischung aus allem. Du hast auf dieser einen Seite die Parfüm-Reviews, dann diese lustigen Reaktionen, mimige Randomness dabei, fängt an zu singen, erzählt random irgendwas Philosophisches. Was zum Geier. Wirklich von allen etwas und deswegen ist es einfach nur inspirierend. Für mich. Und allein dies Power, Kraft, Strength. Das ist so geil. Und naja, wenn ich mich demotiviert und schlecht fühle, dann stelle ich mich vor ein Spiel und sage das auch. Und dann kann ich mit einem Kick den Tag starten. Und ich verarsche euch nicht, ich mache das wirklich. Und weiß ich, die Parfüms und dass ich mich selbst gefunden habe und so diese ganzen Jeremy-Mindset-Tipps. Bin ich ehrlich, haben mir ganz gut im Leben geholfen. Haben mir in härteren Zeiten immer ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Und das finde ich echt cool.
Und jetzt würde ich sagen, da ich ja jetzt so ein bisschen eine kleine Vorstellung gemacht habe, was Jeremy eben halt für einen Impact auf mich hatte. Er hat quasi über Filmreise gestartet, er hat mein Mindset verbessert und ich finde ihn einfach urkomisch und ist eigentlich auch mein Lieblings-YouTuber, weil ich immer drüber lachen kann, über das, was er macht. Und ich habe ja auch das Parfüm von Jeremy, Night for Women. Das finde ich auch sehr cool. Es ist halt ein Jasmin-Benzoe-Parfüm. Richtig sexy, richtig gut für Dates. Hat auch so eine kleine Lebkuchennote. Aber ich würde sagen, jetzt schauen wir uns ein paar Jeremy-Clips an und ich reacte mal drauf. Quasi mein Best-of von Jeremy. Und ich will euch mal das Video zeigen, mit dem alles begann. Nicht mit dem Alien-Video. Kurzer Schwenk. So, da sind wir nun. Machen wir Fullscreen. Und let's get the show started. Hi, sexy ladies. Before you buy Alien by Thierry Mugler. Lustig, der hat die neue Formulation. Weil der alte Alien sieht ja so aus. Ein bisschen abgeflacht. Finde ich schöner. Der neue Alien performt auch nicht mehr so lang. Ist mir damals gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo ich richtig im Parfüm-Game drin bin, fällt mir das natürlich sofort auf. Five things you should know. This fragrance has been released 2005. It has a very distinct note. And the first thing you should know, it's overworn. Everybody is wearing this one. This is the equivalent of... Ich weiß, ich guck mal kurz, wann das Video rausgekommen ist. Vor 2 Jahren. Ich finde nicht, dass das overworn ist. Es kennen zwar viele, aber es tragen gar nicht mehr so viele. Ja, und allgemein, ich weiß nicht. Das hat mich direkt schon so mitgenommen, so wie er das Parfüm beschreibt und so. Ja, 1 Million habe ich auch. Jeremy ist gefühlt der Einzige, der positiv über 1 Million spricht. Ich weiß nicht, ich finde das Parfüm auch super gut. Tragt das er selber. This is the most smelled fragrance I have smelled on women all around the world, which is not so good because it's very common. Ich würde sagen, das meistgetragene Parfüm von Frauen ist Lavier Belle und Black Opium. You won't smell unique. It is overworn. Second thing you should know, performance is incredible. Oh ja. Und ich dachte mir so, ah, das Hypnotic Poison von meiner Mutter, ne? Das hat ja schon so ewig lang gehalten. Und wie er jetzt über die Performance spricht, ich so, kaufe ich, hole ich. Weil dieser Flakon, der spricht mich auch schon so an. Der ist so cool. This is an out of this world performance, like the name says, Alien. The performance of this is through the roof superstar. I think of multiple girls now and ladies that wear this one. It's such a distinct smell, but just like the name says, it is Alien in terms of performance. So thumbs up for this. Alien in terms of performance. Hey, das finde ich so gut. Ich sage ja auch immer, das Parfüm ist vor anderen Stern. Haltbarkeit und Ziage. Also er sagt jetzt nicht, wie lange das hält. Es hält über 20 Stunden auf meiner Haut. Strong, strong performance. Third thing you should know, reformulation is possible. Ja. Jeremy, du hältst den reformulierten Alien in der Hand. In this case, ladies, the company Mugler has been acquired by the huge company. Genau, ich glaube, seitdem das von L'Oreal aufgekauft wird, hier Mugler, haben die auch den Alien irgendwie geändert. L'Oreal, and that's a major move. Mugler from Clarins to L'Oreal. Who knows if they reformulate this DNA? And this could mean the performance will get worse or it will smell different. So if you're interested in still buying the original formulation, you should hurry up because this brand has been sold to another company. Genau, und da habe ich zugesehen, dass ich das Originale bekomme. This fragrance gets you so many compliments, ladies. It is within the top. Und da dachte ich mir so, okay. Ist vielleicht sogar noch besser als Hypnotic Poison und es ist besser als Hypnotic Poison. Bestes Partyparfüm für Frauen und ja, gibt massig Komplimente. Women, da hat er recht gehabt. It, I must admit, I do give a lot of compliments when I smell this
on women. So thumbs up. Ich freue mich auch, wie man den Duft nicht mögen kann. It's a huge compliment factor. Fifth thing you should know. It's signature scent worthy. Now deduct. Das weiß ich nicht. I mean, könnte man tragen, ist schon echt sehr stark, der Duft. Aber ja, hat auch ein bisschen was Seifiges, aber ist so intensiv. The thing that it is. Aber wichtig ist zu erwähnen, früher, wo ich angefangen habe mit der Parfümreise, hatte ich auch nur die Eli und ich habe meinen für immer getragen. Seht ihr auch, wie wenig da noch drin ist. Für meine Verhältnisse ist es halt hier. Für meine Verhältnisse ist das ein sehr aufgebrauchter Flakon. Is overworn, everybody wore it, and you won't smell unique with this. So be aware again, you won't smell special when wearing this, but you will smell cool. You will smell sexy, fantastic when wearing this. The fifth thing you should know, it's signature scent worthy. Why? Because it's not too sweet, not too fresh, it's not too gourmandy, it's not too playful, it's not too harsh. It's everything in a good balance, while at the same time, having massive performance, which means you can wear it in the colder days as well. It survives in the high humidity. It won't just evaporate from your skin, ladies. So this is signature scent worthy. The fifth thing you should know. Ja, kann man tragen. This nice als signature. Alien. So to me, aber ich finde es eben halt im Club am besten. The biggest drawback is only that you won't smell unique. You will smell like many other. Und in einem anderen Video hat Jeremy mal gesagt, ja, Alien, das ist so Autoscooter, Girl. Wenn du bei Autoscooter auf dem Jahrmarkt bist, da riechen alle so. Wie gesagt, ich war auf dem Jahrmarkt, Kramermarkt Oldenburg, musst du ja kennen, Jeremy. Ne, für die, die es nicht wissen, Jeremy kommt aus Oldenburg ursprünglich. Der hat ja irgendwie ganz viele Wohnungen in Miami eine und irgendwie ein Office in Düsseldorf oder so. Auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen, hat mal in München gewohnt. Keine Ahnung, wo der aktuell ist. Travelt halt viel. Und naja, ursprünglich kommt er halt aus Oldenburg, genau wie ich. Er musste auch den Kramermarkt kennen. Und ich war letztens da und hat kein Girl nach Alien gerochen. Und ich selbst auch nicht, war auf Kirmes, trage ich immer hier den Flanker von Pink Sugar, weil der voll nach Jahrmarkt riecht. Das ist quasi Zuckerwatte, nur noch mit Beeren, noch fruchtiger. Noch perfekter für den Jahrmarkt. A woman on this planet, because it's so fantastic. Those were five things you should know before buying Alien. Das ist nur das Outro für das Date-Parfüm, glaube ich, bei ihm. Ich weiß nicht, wie die anderen Parfüms sind. Ich habe halt nur das Night for Women. Weil ich glaube, die anderen Parfüms sind halt zu maskulin. Und das Day for Women sagt er selber immer, das ist nicht so gut. Weiß ich auch nicht, was er da gemacht hat. Ja. Date for Men. Ich weiß nicht, ob es die Parfüms so gibt, weil die Brand hat er irgendwie aufgelöst, weil ihm das so stressig war. Mit dem Marketing und mit dem Management. I mean, der hat das ja selber alles gemacht. Ich finde es nur blöd, dass er den Bruder jetzt im Stich gelassen hat, weil er hat das ja mit dem Bruder zusammen gemacht. Ja, ist blöd, aber wenn Content Creation eher so da sein Ding ist und TikTok und so, dann kann ich das auch irgendwie verstehen. Ist halt irgendwie doof, weil wenn das hier leer ist, das gute Stück, weiß ich nicht mehr, bin ich traurig. Also die sind quasi limitiert, so wie ich das verstanden habe. Diese ganzen Parfüms von Jeremy. Weil wenn die ausverkauft sind, sind sie weg. Heftig. Ja, I don't care what fragrance is overworn. Wie gesagt, ich rieche Alien eher seltener. So, wir machen weiter mit der Life-Story von Jeremy. Sehr legendärer, mimiger Clip. This song memorizes for me pain and growth. I had a woman. Das ist so eine happy Musik und jetzt erzählt er die krasseste Scheiße. She tried to sue me for rape. My father died. A guy totally financially destroyed me. I had experience with gay people and these gay people tried to, you know, they tried to, how do you say that? Do like force me to do stuff or otherwise they will tell.
Now, now I'm free! Das ist so gut. Afraid of this whole shit! I'm not afraid of this shit! See guys, if you go through the deepest of the deepest, then, and you survive, then you can fuck life, baby! You can fuck life! And you have a boner! Love it! Power! You can fuck life! Okay, das meine ich halt. Der hat halt so eine richtig coole Energie in den Videos. Das motiviert halt übelst. Und ja, manche sagen, man will Drogen nehmen oder irgend so einen ganzen Quatsch. Und lustigerweise wird mir genau das auch unterstellt. Ich sag mal, welche Drogen ich nehme. Das sind einfach nur Energy Drinks, gute Laune und ausgeschlafen sein. Und warum soll es nicht bei Jeremy auch so sein? Er hat halt seinen grünen Tee, den er immer trinkt. Und keine Ahnung, irgendwie wird er sich eiskalte Dusche macht auch wach. Der wird sich wohl irgendwie so fit kriegen in den Zustand. Da brauchst du keine Drogen. Du musst einfach nur Spaß an deiner Berufung haben. Also, ich verstehe diese Unterstellung nicht. Bei mir nicht und bei Jeremy nicht. So, Full Compilation. Let's go. Das gucken wir uns komplett an, oder? Fast komplett? Ich muss immer aufpassen, ne? Hier sind manchmal TikToks mit Musik. Das ist die legendärste Szene. Er springt einfach auf seinen Tisch im Office. Der Tisch geht kaputt und die Creed Aventus Bottle wahrscheinlich auch. Ich habe keine Ahnung, natürlich. Die Glasscherben und so, das waren die Parfüms. Oh mein Gott. Das ist einfach der legendärste Clip ever. Könnte ich mir so oft anschauen. Das ist so geil. Boah, das muss auch übelst wehgetan haben. Aber was ich bei Jeremy nicht mag, muss ich einfach sagen, er löscht viele Sachen. Der hat 3 Videos zu Smell of Dogs gemacht und das fand ich so lustig. Musky, Masculine, Animalic. Der riecht da an den Hund so. Ja, Musky, Masculine, Animalic. Wie riecht ein Hund? Ey, das fand ich so lustig. Aber das hat es schon wieder gelöscht. Kann ich euch leider nicht zeigen. Alle 3 Smell of Dogs. Weiß nicht, warum macht er das immer wieder, wenn er es löscht? Gut, ich glaube, nur da war die Musik. Die kommt später auch wieder, muss ich aufpassen. What I just did, 5 minutes ago. I stimulated my penis. Not that I came, but das ist auch so legendär. I was chatting with girls and dumb. Power, baby! Man, that's beastly. I mean, wer hat solche Reaktionen? Also die besten Parfüms, die ich jemals gerochen habe, so Killian, Angel, Cher und letztens hatte ich auch eine coole Reaktion, wo ich das Blind gekauft habe hier von Sadiq und Voltaire, This Is Her. Habe ich auch so, wow, geil, oh, geil, Mann. Aber so eine Reaktion kriege ich da nicht raus. Ist einfach so geil. Ich glaube, es war hier Black Tie, ne? Sein eigenes Parfüm, was irgendwie für gehobene Anlässe sein soll und so ein rauchiges, polarisierendes, starkes Parfüm ist mit Gaia-Kreuz und so. Aber fruchtigen Opening. So habe ich das rausgehört. Hab's leider noch nicht selbst getestet. Oh, High Quality. Die Flasche hat überlebt. Ich bin ja kein Fangirl von der Flasche. Ne? No front an Jeremy. I mean, der Deckel ist so ein bisschen basic, die Flasche ist basic, aber der Duft ist fantastisch. Von daher, naja, kann man verzeihen. Hä? Was macht er da? Jeremy, das ist kein Aftershave. Hä, da war die Kappe noch nicht schwarz? Oder sind die Männervarianten irgendwie Silber. Das weiß ich gar nicht. Ist doch wieder Black Tie.
Power! Power! Ey, Leute, wie die Augen weggingen, das sah aus wie so ein Zombie. Da! Einfach nur auf weiß. Keine Pupille mehr. Power! Sprich, Black Tie macht dich zum Zombie. Today I did not jerk off before my video, which I normally do, but I keep my semen to have a maximum impact in my face. I use this technique in certain videos, but if you overdo it, it's too much. So you gotta handle and understand your sexual energy. It gives you ultimate power. It gives you the strength to convince people. I mean, jeder sucht sich selbst seine Wege, um eben halt Videos möglichst unterhaltsam zu gestalten. Wie gesagt, bei mir ist der Energy. Ich weiß auch, dass bei Jeremy auch noch der grüne Tee ist, dieser Matcha-Tee aus Japan, sagt er immer von Mr. Sakamoto höchstpersönlich. Das ist so ein Schattentee, irgendwie wird so konditioniert, dass er richtig ums Überleben kämpfen muss. Und darum ist er so intensiv im Geschmack. Das hat Jeremy immer gesagt. Keine Ahnung. Weiß nicht, das ist schon krass, extra da so japanischen Teebauern zu kontaktieren. Na gut, wenn du das Bestmöglichste haben möchtest. Weiß ich, ich trinke auch gerne grünen Tee. Aber dass ich jetzt so drauf abfahre, ist halt nicht der Fall. Power Baby! Wow. It smells good, man. Das ist einfach mal die Duftbeschreibung. Oh, it smells good. Wow. Das meine ich halt. Er catcht auch die Leute, die sich für Parfüms gar nicht interessieren. Weil ich mache manchmal 20 Minuten Review zu einem Duft. Interessiert wahrscheinlich keine Sau so in Detail. Manchmal ist es besser, sich kurz zu fassen. Take a Latina next to me right now. She will smell it. She will say, "Ooh, I love it. So fresh." Aha. Da hat wohl jemand Erfahrung. Und das ist übrigens auch falsch. Also, Jeremy sagt das auch immer. Ich kann es ja aus der Girl-Perspektive sagen. Er sagt immer so, die Frauen und Girls präferieren frisch. Das ist nicht ganz richtig. Die Girls präferieren frisch und süß gleichzeitig, wie Deutsche und Gavan in the One. Versace Eros. Solche Geschichten, ne? One Million ist schon wieder nur süß. Ich liebe es für mich selbst, aber so an Mann ist halt schon wieder was anderes. Wenn mir jetzt wieder schwierig und auch die Spice Bomb Extreme trage ich selbst gerne, aber an Mann ist es manchen Girls auch zu süß. Es muss immer frisch und süß gleichzeitig sein. Das sind die Parfüms, die von den Girls am meisten Komplimente bekommen. Try to have sex with a girl before a video to have more testosterone in my face. Yes, I have. Wie auch immer das funktioniert. Jeremy, du hast Testosteron in deinem Gesicht. Mach mal das Testosteron aus deinem Gesicht. Ja, er stimuliert sich irgendwie anders, um diese High Energy zu bekommen. Ja, dann kommen diese Hater und sagen, er nimmt Drogen. Ach. Ich meine, was er da macht, ist auch ein bisschen seltsam. Irgendwie, ne? Ornanieren und kurz vorher abbrechen. Also es gibt, glaube ich, auch Männer, ich kenne das von Bekannten, die dann sagen, dass sie dann frustriert sind, wenn man dann doch nicht kommt. Ja, aber für Jeremy scheint es ja gut zu funktionieren und irgendwie mit Girls vorher zu schreiben auch. Weiß nicht. Wo ich meine Freundin hatte, ich bin ja lesbisch, da hatte ich auch mit ihr vorher mal geschrieben. Also ich habe sehr viel geschrieben und telefoniert mit meiner Ex-Freundin. Und da hat mir das auch Kraft und Energie gegeben. Aber das kann ich schon sehen. Nur ich hatte kein Testosteron in meinem Gesicht. Das ist der Unterschied. I have more testosterone in my face when I had just sex with a girl. And it will possibly get me more views. But I don't want to use women.
Das ist so geil. Hä, was ist das? Das meine ich halt. Der Typ ist manchmal so random. Und ganz ehrlich, wenn du so einen richtig stressigen, nervigen Alltag hast und manchmal alles kacke ist, dann guckst du dir das an und lachst dich einfach nur kaputt. Jeremy geht einfach immer. Hey guys, Jeremy Fragrance here. Man, I just had sex and I feel fantastic, baby. Let's give myself an orgasm just mentally. Hä? Was ist denn mit der Lanoye de Lom Flasche? Hat das keinen Sprüher oder wie sieht das aus? Oh, oh yeah. Oh. Oh yes. Er wird horny von seinem eigenen Parfüm. Von seinem eigenen Lieblingsmänner-Parfüm, sagen wir es mal so. Abseits seiner eigenen Marke natürlich. La Nuit de l'Homme, my baby. This is the best flanker ever. And then this came out. You smell this, baby? I want to have sex with a woman right now. Wie kann das eigentlich funktionieren? Du sprühst ein Parfüm und willst direkt Sex haben. Oh, I wanna have sex right now. Oh, 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 oh. Funktioniert bei mir nicht, auch wenn ich Alien geil finde. Es ist für mich eher so romantisch. Weißt du, ich will mal romantische Zeit verbringen, wenn ich mal Parfüm rieche. Ich denke nicht sofort an Sex. Aber vielleicht habe ich auch nur die falschen Düfte, aber wie gesagt, Alien ist schon eins der geilsten. What's up, guys? Jeremy Fragrance here. Da war in Miami. My top 10 personal favorite. Kraft, Power, Strength. Fragrances. I like sweets, but I don't. I also like to fuck 500 girls per day. Okay. Wie war das? In irgendeiner Religion? War es beim Islam? Kommt man in den Himmel und hat 88 Frauen oder so, wenn man gut gedient hat, dem Gott. Ja, reicht Jeremy nicht. Er braucht 500. Well, actually I don't, but, you know. Just check out my face when I smell this right now. I think my mood will transition to a more serious vibe. Oh yeah, let's have sex in the back of my Bentley, baby. Hä? Wieso auf dem Bentley? Er hat doch nicht mal ein Bentley. Er hat doch irgendwie so ein Ferrari. Fast zum Geier. Nur weil es Bentley heißt, sowas. It is so sexy. Was ist das für ein ekliges Zeug? Ich glaube, das hat er schon mal in einem anderen Video erwähnt. Dass er heißt irgendwie G. Sieht so eklig aus. I could just... I could just lick this whole thing. Oh, das ist Creed Aventus. Das kostet irgendwie 350 Euro und er so... Oh, mein Herz, das blutet. Hä, macht er jetzt die ganze Flasche leer? Ach, Greedy Fragrance Application. Musst du machen wie Curly Fragrance. 30 Sprüher. Das machen die in Arabien auch. Die sprühen wirklich an jeder Stelle von dem Oberteil, dass man ein richtig krasses Jahr schaut. Kann man machen. Ich bin da nur zu geizig so. Ich belasse es bei 6 Sprays. Was war das denn? Er stickt in Creed Aventus. Did you ever want to do this? I did it now for you. I think I just sprayed about $3.90. Weiß nicht, kommt hin. Die Flasche kostet 350 Euro. I have to do it.
Macht ihr das auch immer, wenn der Nutella riecht? I'm surprised that nobody brought out a Nutella fragrance, man. Das ist doch Quatsch. Er hat selber früher immer in den Frauen-Reviews, also in den Frauen-Parfüm-Reviews, hat er immer dieses Thierry Mugler Angel Muse vorgestellt. Und er hat er gesagt, this smells like Nutella. Und jetzt sagt er, es soll ein Nutella-Parfüm geben. Jeremy, ich bin enttäuscht. Du hast Angel Muse vergessen. Ich verzeih's dir. Ja, aber ich weiß nicht, der hat irgendwie so eine spezielle Nase. Der riecht an irgendwelchen Haushaltsgegenständen, muss halt nicht mehr Parfüm sein. Und kriegt Neuasmus. Ich weiß nicht, ob ich so eine intensive Nase haben möchte. Gehst random in eine Stadt. Oh, Autoabgase. Oh, this is life. Power. Power. This thing smells so good. It smells better than every fragrance on the market and smells better than every food and tastes better than any food on the market. I love this, but I don't eat it. Rip Angel Mukes. My favorite perfumer for men. Das ist doch einfach nur fresh. Das riecht doch einfach nur frisch. Das ist doch Versace pur om. Oh, Musik. Schnell weg. Nein! Oh Gott. Kakao. Kakao. Let's smell it. Oh! Wow, oh, oh yeah, baby. Oh yeah. Much better than I thought. Oh man. Weil das ist einfach Nesquik. Hat Nesquik Nestle nicht den übelsten Shitstorm bekommen, weil die richtig die übelste Kacke gemacht haben? Wir haben irgendwie alles ins Abwasser gelassen, so Schmutz und sowas, so gehört habe. Jetzt, oh, Nesquik, Nestle. Man, this smells like the best protein shake you can think of with a chocolate note with some added ice cream sexiness. Hey, das ist doch einfach nur Kakaopulver, oder nicht? If you want to do it right, you do it yourself, right? Yeah, baby! And that's why I said, hey, wait, I'm the leading fragrance critique. Why should I not make, since I know which fragrances are the best, make my own fragrances? Was zum Geier! Jeremy, pack bitte die Mordwaffe weg. Black pepper. Hat sie jemand mit erschlagen? Wow, it burns your nose, man. It smells obviously spicy, like you want to sneeze. Very intense, spicy smell. But gorgeous. Sexy smell also. Let's analyze it. I'm the number. Ja, sexy, I mean, ist auch in Dior Sauvage und so drin, ne? Black Pepper. One fragrance influencer. Was ist das denn? Proteinpulver oder was? I know how to do fragrance and understand konsumiert. Machen auch eher Männer, glaube ich. Oh, yes! Yes! Proteinpulver! Yes! Yes! Protein! Muskeln! Vielleicht kriegst du davon auch das Testosteron ins Gesicht. Who knows? Gut, ich glaube, der Rest ist mit Musik. Apropos Musik. Einen habe ich noch für euch. Yves Saint Laurent, why eau de parfum? Das ist auch so hilarious einfach. Yves Saint Laurent, why eau de parfum? Warum singt er das? Alien von Thierry Mugler. Baby!
Es war schon dunkel, als ich durch Vorstadtstraßen so heimwärts ging. Das weiß ich doch, er macht eigentlich wie so eine Top-Ten-Liste. Da war ein Wirt, und dann singt er einfach. Wegen Yves Saint Laurent, why, ohne Parfum. Ich hatte Zeit und mir war kalt, drum trat ich ein. Und jetzt alle, griechischer Wein. Ist so wie das Blut der Erde, komm, schenk dir ein. Und wenn ich auch traurig werde, liegt es daran, dass ich immer traurig werden kann. Ich bleib daheim, griechischer Wein. Schenk dir ein. Das ist geil, Alter. Das macht so viel Spaß, Mann. So, weiter geht's mit dem Stronger With You, Baby. Kraft. Glaubst du? Ah, schade. Geht nicht weiter. Ja, so viel dazu. Das war übrigens von Osas Boy. Das war von FredEx. Das andere war von Jeremy himself. Ja. Was wollte ich sagen? Genau. Einfach so random. Kann eigentlich ganz gut singen, ne? Jeremy vor das Supertalent oder DSDS oder so. Eigentlich kann er ganz gut singen. Was auch witzig ist, weil Jeremy damals tatsächlich eine Boyband war. Das wissen viele nicht. Er war tatsächlich eine Boyband und ich finde, es klingt auch ganz cool, was er da damals gemacht hat. Nur damit ihr einfach mal seht, wie Jeremy früher aussah. Ach, damals hat er auch schon einen Ferrari gehabt. Ja, das Lied mag ich tatsächlich voll gerne. Der war mal eine Boyband und dann war er Solo-Künstler. Und ja, das Lied mag ich irgendwie voll gerne. Ich mag das. Und jetzt kommt hier random so eine Kampfszene. Ja, jetzt kommen sie. Und Jeremy macht jetzt einen auf Jack Chan. Das ist so geil. Ich feier das. Ich find's echt cool. Ich mag ja so elektronische Musik auch. Aber auch Metal. Ich höre nicht ziemlich viel los. Da, einfach Jackie Chan gegen die komischen Maskierten da. Das ist so geil. Ich find's einfach nur fantastisch. Yeah! Das Yeah! Das war das frühere Power! Einfach nur episch. Na gut, ihr Lieben. Das Video ist wieder viel zu lang geworden. Ich hatte einfach wieder zu viel Spaß hier mit Jeremy. Und das war so mein Best-of. Die besten Sachen von Jeremy. Und wie gesagt, diese Randomness, die Parfüms und so. Er hat einfach eine gute Mischung aus allen. Entertainment-Faktor. Ist einfach witzig. Ein bisschen cringe. Er hat auch irgendwie 100 oder waren es, das waren sogar 1000, ne? 1000 Liegestütze in New York City gemacht. Macht er einfach 1000 Liegestütze, okay. Dann nimmt er ein Dior Sauvage Cool Spray, sprüht das ganze Cool Spray und fragt so, ja, richtig gut zu den Girls. Ich feier's. Diese Randomness ist einfach nur unschlagbar. Ja. Jeremy, schöne Grüße aus Oldenburg. Wie gesagt, feier's. Und ja, das war mein Best-of. Und ja, danke an Jeremy, dass er mich inspiriert hat, auch auf diese Parfümreise zu gehen. Mit Alien fing alles an und jetzt habe ich über 150 Düfte. 200 sind geplant. Aber Jeremy hat auch mal irgendwann in seinem Leben seine Sammlung auf 100 reduziert, aber das war auch kacke. Jetzt hat er wieder mehr, ja. Ich denke, ich bleibe so bei 200. Aber wenn neue Releases kommen, die mich interessieren, schlage ich dann natürlich auch zu. Also, mal gucken, wohin mich die Reise führt. Jeremy hat das Ganze gestartet und da bin ich doch sehr dankbar drüber. Gut, ihr Lieben. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Sissi. Ciao.
Oh, hallo. Freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch. Und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt. Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!